liebe YouTube-Freunde, heute erfahrt ihr die Konstellationen für den Monat September 2019 und die Prophezeiung Nostradamus. Die Zeichen stehen auf Krieg, noch immer. Gerade dort, wo schon lange Feuer ist, entsteht ein Flächenbrand. Nostradamus hat eine dunkle Prophezeiung und leider widersprechen ihm die Sterne nicht. Von diesen Ländern, von denen er hier spricht, ist schon seit Jahrzehnten Krieg, der schlimmste in Syrien. Dort liegt kein Stein mehr auf dem anderen und der Krieg hinterlässt nur Staub und Asche. Aber nun werden wir von einem großen anderen Krieg bedroht. Friede und Versöhnung scheinen unvorstellbar. Und da kommen wir zur dritten Zenturie, Vers 97 von Nostradamus, was er gesehen hat und sehr genau auf Länder eingeht. Hört einmal. Neues Gesetz besetzt neues Land gegen Syrien, Israel und Palästina. Das große barbarische Reich wird stürzen, bevor Phoebus, die Mondgöttin, seinen Zyklus beendet hat. Welches Reich meint Nostradamus damit? Das große barbarische Reich wird stürzen. Es könnte das endgültige Ende von Assads Syrien sein, aber ebenso auch der Iran. Egal, Iran oder Syrien, solche Reiche stürzen nicht still und leise, sondern reißen im Sturz alles mit sich. Dadurch könnte der Krieg entstehen, der die ganze Welt überrollen kann. Da der Planet Mars sich mit Pluto trifft, setzt dieses enorme Energien frei, wo alles leicht explodieren kann. Schauen wir mal auf die politische Landschaft, wie sie Nostradamus sieht. Syrien mit ihren grausamen Schlachten ist wie eine Zeitbombe, die alles zerstört und zerteilt. Palästina und Israel sind jederzeit zum Streit bereit und dazu mit grausamer Gewalt. Und Friedensgaranten sind die Türkei, Irak und Iran keineswegs. Eine wahrliche Drohkulisse, vor allem geschürt vom religiösen Fanatismus. Da ist kein Platz für Vernunft oder Friedfertigkeit. Auch nicht in naher Zukunft. Am Monatsende verbinden sich auch noch Jupiter mit Neptun. Damit naht das Unheil in religiösem Fanatismus. Wir werden bedroht von einem großen Krieg, weil Russland und die USA fest entschlossen sind, ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen in kriegslüsternen Gebieten zu verteidigen. Können die dortigen Regenten den Frieden noch retten? Trotz allem haben wir am Horizont einen Hoffnungsschimmer, worauf wir unsere Hoffnung legen können. Denn die Energien der Jungfrau, die im September herrscht, gibt im Zweifel immer der Vernunft den Vorzug. Phoebus, die Mondgöttin, die Nostradamus erwähnt, könnte unser Schutzengel sein. Wollen wir also positiv denken, dass sich dennoch alles irgendwie zum Besten wendet? Und nun genießt erst einmal die letzten sonnigen Tage des Sommers, die im September in die bunten Tage des Herbstes gehen. Alles Liebe, von Herzen, eure Deria.